In dem Sinne, willkommen wieder auf YouTube und im Stream. Dritte Mission von Tuk Fan. Nicht Pan, sondern Fan. Man spricht es wie F aus das PH. Die Stämme von Tuk Fan sind ihm treu ergeben und bereit, in Richtung Hung zu marschieren. Spielen wieder auf schwer. Tuk Fan hat die Stämme seines Landes gegen den gemeinsamen Feind vereint. Jetzt muss er selbst zum Angriff übergehen, seine Truppen ins Gebiet von der Hung schicken und sie für den Kampf bereit machen. Der Hung-König wird langsam ungeduldig mit seinen Kommandanten, die es immer noch nicht geschafft haben, die nördlichen Stämme zu überwältigen. Genervt befiehlt er einen Großangriff, um den Aufstand niederzuschlagen. Wir haben jetzt Zugang zu Gemüsefeldern, Eure Exzellenz. Wenn wir ein paar Gemüsefelder anpflanzen, können wir die Gemüserationen steigern und ihr werdet noch beliebter. Nicht, dass ich mich über Reis zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen beschweren wollen würde. Eine Nachricht von Tuk Fan. Die Revolution wird uns nicht einfach in den Schoß fallen. Wir haben nur eine Chance, wenn es unseren Vorräten und Waffen nicht mangelt. Einfaches Haus, das wird auch schnell ausgebaut sein. Ups, man kann den Lord auch bewegen. Sollte man halt nur nicht. Den Burgherrn irgendwo auf dem Feld rumbewegen. Nicht so die beste Idee. Da sind übrigens Ressourcen, die kann man aufsammeln. So ein paar Geschenkkisten. Gemüsefelder sind eigentlich übrigens auch ganz nett, haben aber einen längeren Anlauf. Bis die endlich liefern. Hoheit, wir wären besser gegen Angriffe gefeit, wenn wir die Stadt mit Steinmauern schützen würden. Ihr könnt Steine sammeln, indem ihr neben den Steinvorkommen in der Nähe Steinbrüche baut. Und vergesst auch nicht, Büffeljoche in der Nähe zu bauen, damit ihr sie transportieren könnt. Übrigens auch total wie früher. Man kriegt beim Abreißen übrigens 50% nochmal zurück. Ne, ein RTS von 2010, da musste Stronghold Crusader 2 gucken. Das sieht aus wie ein RTS von 2010. Also es hat schon so einen gewissen Nostalgiefaktor von der visuellen Darstellung, aber es ist nicht so schlimm, wie man es vielleicht erwartet hatte nach den früheren Trailern. Und ja, es könnte grafisch wirklich besser sein, aber ein Wasserbüffeljoch wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager. Ich finde es jetzt nicht die totale Totgeburt in Sachen Grafik. Sobald der Steinnachschub gesichert ist, können wir Mauern bauen. Wenn ihr an der Grenze unserer Ländereien eine Mauer zieht, dann schützt sie das vor Angriffen. Ups. Gemüse ist noch gar nicht abgeliefert worden. Übrigens auch klassisch, ne? Stein wird gesammelt, der Ochse nimmt das auf und dann läuft der Ochse
zum Lager und bringt halt Steine weg. Eine Nachricht von Tukfan. Behaltet die Hung-Siedlung in der Nähe im Auge. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie versuchen werden, uns von hier zu vertreiben. Ihr benötigt Stein, Hoheit. Hier kommen übrigens die Angstfaktor-Sachen. Man kann später auch wieder Gebäude bauen, die die Produktivität der Arbeiter steigert, indem die so ein bisschen den Angst macht, dafür die Truppenstärke aber senkt. Und Gebäude, die dazu führen, dass genau das Gegenteil passiert, also die Produktivität abnimmt, aber die Truppenstärke zunimmt und die Zufriedenheit. Was ist die Zufriedenheit? Ich muss jetzt hier gucken. Doch, Zufriedenheit, Produktivität und Truppenstärke. Ist aber auch eine Sache, das kennen wir halt aus den alten Stronghold-Teilen. Zeit, was erzähle ich euch hier? Seid doch alle bestimmt Stronghold-Spieler der ersten Stunde von damals. Wie gefällt ihr Setting in Asien? Der Steinbestand ist zu gering. Naja, Three Kingdoms hat mich da... Die Hung versuchen, in unser Gebiet einzudringen, Hoheit. Psala. Macht euch bereit. Eine Nachricht von Tukfan. Ergreift die Waffen, meine Brüder. Wir lassen uns nicht von unserem Weg abbringen. Setting ist halt eine Frage der Sache. Also ich finde, Setting ist halt immer, kann man drüber streiten, ist halt eine Geschmacksfrage. Ich finde das China-Setting jetzt gar nicht mal so schlimm, weil ich durch Three Kingdoms da eh schon ein bisschen sensibilisiert wurde, in meiner Spielgeschichte inzwischen. Es wäre natürlich trotzdem irgendwo schön, wenn man doch wieder ein Mittelalter-Stronghold gehabt hätte. Kritik auf hohem Niveau. Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. Wir werden angegriffen. Das kann die Geschwindigkeit wieder ein bisschen hochstellen. Unsere Burg ist vollständig umgeben, Eure Exzellenz. Ein gutes Gefühl. Ja, ein bisschen sicher zu sein, ist immer ein gutes Gefühl. Oh, ich muss mal beim Nightbot die Werbung rausnehmen für das Three Kingdoms DLC. Denkt daran, Hoheit. Je mehr wir eure Beliebtheit steigern, desto mehr Gold gibt unser geliebtes Volk dank der Steuern. Setzt Wohnraum, Reisrationen und Gemüserationen geschickt ein, um eure Beliebtheit zu steigern. Dann sind wir in 0, nichts reich. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Stimmt nicht. Unser Reisbestand nimmt zu. Und wir können ja auch ein bisschen Reis direkt kaufen hier drüber. Später ist das so, du musst einen Marktplatz dafür bauen. Du kannst im Multiplayer auch dazu schalten, welche Ressourcen kaufbar sein sollen und welche Ressourcen nicht kaufbar sein sollen. Die örtlichen Stämme greifen an, Hoheit. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Haut ab von meiner Mauer. Wir machen sofort. Wir werden sie töten.
小尉，有何吩咐？ 让我们先把这个搞定。长官，有何吩咐？ 你 habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Bien. Ich kann natürlich auch breitere Wälle bauen. Oder ich kann den Wall auch noch erweitern, dass der breiter wird, um noch mehr Einheiten draufzustellen. Da sehen wir übrigens auch den Bonus auf Geschossreichweite 15% und 25% Chance, Geschosse abzuwehren an der Stelle. Und ja, Verteidigungstürme gibt es in der Mission noch nicht. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Jalen. Ngài không đùa chứ. Có xin chỉ lệnh mà, hướng về vinh quang mãi tiến. Nein, könnte an der Palme wahrscheinlich nicht vorbei. Nicht so schlimm, wir machen noch einen weiteren Mauerabschnitt gleich. Chúng ta ra sao? Chúng ta chuẩn bị chiêu suy. Mà sang đó. Không ai một mình làm hết tất cả. Chúng tôi rất xảo quyệt. Có hề mệnh lệnh? Ach, der Bogenschütze von da oben greift mich von da an. Thuốc độc của chúng tôi cực mạnh. Chúng ta đi. Chúng tôi theo dõi kẻ thù. Họ sẽ không nghe thấy chúng tôi. Passt schon. Eine neue Armee der Hung nähert sich. Wir haben uns in die Nein, dann neu hier zum Toi. Der Bogenschütze kann auch weiter schießen. Übrigens, das hier sind wirklich die Blockenpfeile zu 100%, die Barrikaden. Bringen erstmal Pfeile voran. Damit wir in der Lage sind, uns vernünftig zu verteidigen. Kann man die Barrikaden auch auf Mauern stellen? Es gibt später eine Erweiterung für die Burgwelle, dass du sowas wie einen Pfeilschild setzen kannst. Aber damit das nicht übermächtig wird, kannst du gewisse Barrikadenerweiterungen nur mit einem gewissen Abstand herstellen. Also kannst du halt nicht alles hier mit solchen Schildern dann voll machen, sondern ich glaube, irgendwelche vier kleine Felder müssen dazwischen sein. Und es gibt halt dann auch, wie immer, Katapulte, Ballisten, relativ hohe Türme, die halt besonders weit schießen können, generell Turmerweiterungen für die Mauer und so weiter und so fort. Also ich finde eigentlich, dass
Was war noch? Nicht Ölspur, sondern Salpetergraben gibt's dann hier. Oh, da kommt schon das erste Belagerungsgerät. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Die sind zu weit weg, deshalb kann ich das reparieren. So, alle Bogenschützen mal nach da oben. Können wir bestimmt von da aus die schon zerschießen. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Bauern werden benötigt, Hoheit. Wir werden angegriffen. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Ja, baue ich ein überragendes Haus. Ich habe genug Bambus. Übrigens hat der Pfeilmacher bzw. der Bogenmacher mal kein Hinkebein. Ich erinnere mich noch an das erste Strum. Ich glaube, da hatte der Bogenmacher ja immer... war ja immer so am... Also ich habe gefühlt, war ja der langsamste, obwohl er sich genauso schnell bewegt hat wie die anderen auch. Du findest den Berater jetzt schon super nervig. Ein Berater war ja schon immer super nervig. Das ist ja schon Stronghold-Manier. Jetzt sagt der Hoheit statt Zeier, das geht überhaupt nicht. Du kannst übrigens alle Gebäude von der Klasse deaktivieren, um Bevölkerung zurückzukriegen. Arbeit wurde unterbrochen, Eure Hoheit. Dieses Gebäude hat keine Arbeiter, Hoheit. Noch zwei Personen benötigt. Alles gut, ich wollte nur den einen Steinbruch deaktivieren, weil ich den nicht brauche. Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung, Hoheit. Ich vermisse ein wenig die Bäckereien von damals. Das waren noch schöne Zeiten. Ich warte nur auf euren Befehl, Eure Hoheit. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Und ja, Einheiten können übers Reisfeld laufen. Da ist Gott sei Dank kein... Kein Gebäude, was irgendwie verhindert, dass Truppen darüber laufen können oder die Leute ihre Waren hin und her bringen können. Noch ein bisschen mehr Einwohner.
振作精神，这场战争永无止境。Hoheit, die Hun greifen erneut an. 我们状态良好。Das sind schon einige mehr. Bauern werden benötigt, Hoheit. Zhangguan, 有何吩咐？小威，我们来开路，快上城墙。我们陷入麻烦了。Du bringst den Bogenschützen da oben rechts. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Wir werden angegriffen. Schau mal, Joker 5. Ha, das ist einfach. Oh, ihr sollt. Da hat einer ein Kopfproblem. Gibt später auch Reiter? Ja. Es gibt später Kavallerie, wofür du Ställe erstellen musst. Ma schon da, woman schon bei Josu. Doi, Gott hege, Jubau. Bauern werden benötigt, Hoheit. Jojo da, Jama. Dann kannst du auch mit Pferden angreifen. Woman ma schon drauf. Gibt auch Samurai und so weiter und so fort. Tribox. Also, Tribox gibt's später auch. Ob das zu der Zeit möglich war, sei mal dahingestellt. Wir wissen, das ist nicht 100% historisch akkurat, was hier gespielt wird. Weil das hat sich Stronghold ja auch noch nie auf die Fahne geschrieben, dass die halt von vornherein historisch alles reinpappen, was es halt wirklich gab. Also, es gab wirklich irgendwann mal Tribox, aber ob die jetzt wirklich vor Christus in China benutzt wurden, sei mal dahingestellt. In der Form. Da wollte ich eigentlich nochmal nachgucken. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Alles gut, das Hauptlager ist gesichert. Xiaowei, 有何吩咐？上次行军还很累呢。加入战斗。现在怎么办？又要打仗吗？有何指令？校尉。是，校尉。So, was machst du? Du kannst Stein und Holz mir liefern. Eure Waren wurden verschickt. 上次行军还很累呢。我们完蛋了。Die Wälder wurden alle abgeholzt, Hoheit. Unsere Holzfäller können kein Holz mehr sammeln. Tja. Schlecht. Deshalb muss ich jetzt immer von den Warlords wenn das Holz holen. Später kann man natürlich auch einkaufen. Hatte ich ja schon mal kurz erwähnt zwischendurch. Aber Holz ist endlich. Stein dagegen nicht, auch Eisen ist nicht. Ja, darfst du. Die meisten Belagerungsgeräte, die wir heute kennen, kamen aus Asien. Da ist doch keine Antwort darauf, ob wir später den Tribok vor Christus hatten in Asien. Vor allem in der großen Form, wie er hier vorhanden ist. Ah, wir hatten, glaube ich, die Diskussion schon mal. Habe ich eine solch vollkommene Behausung gesehen, in einem anderen Spiel. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. 振作精神，开始前进。长官，有何吩咐？我累了。Aber meine Leute können immer noch Holz abholzen. Dafür müssen sie halt nur die Siedlung verlassen und ganz hier am Arsch der Welt den Bambus schlagen. Arsch der Welt.
in Mauersichtweise weiter den Bambus schlagen. Ich hätte es auch begrüßt, dass durch die Warlords, sag ich mal, mein Baugebiet erweitert wird. Das wird den halt nochmal so ein bisschen... Wie soll man sagen? Mehr Sinn geben. Nach Eisenlieferung. Repariert alle beschädigten Gebäude und Konstruktionen, löscht Feuer und zerstört platzierte Zellen. Wir haben all das Gold, das wir für diese Armee benötigen, Exzellenz. Wir haben auch schon die Armee gebaut, meine Exzellenz. Wir werden angegriffen. Ich unterstehe eurem Befehl. Und dabei kann ich mit Eisen noch gar nichts anfangen. Eure Waren wurden verschickt. Laut Wiki kam der Tribok ca. 1200 nach Europa und kam ursprünglich aus dem Byzantischen Reich. Dankeschön, Fluck, für diese Erweiterung, also beziehungsweise diese Information. Ach übrigens, typisches Problem der Serie ist, dass die Herrschaften hier alle ein bisschen, wie soll man sagen, sehr starr sind in ihren Taktiken. Man kennt es auch noch von damals Stronghold. Sie laufen dieselben Angriffsmuster ab. Das müsste man eigentlich nochmal so ein bisschen negativ sehen. Das ist halt natürlich, die KI ist einfach in der Kampagne nicht die hellste. Da ist leider, sag ich mal, Age of Empires sowieso das bessere Spiel, weil die KI da drin ja genauso agiert wie im Multiplayer fast. Gibt es einen Belagerungsmodus? Nein, leider aktuell nicht. Was mich eigentlich wundert, weil es gibt einen Freibaumodus, wo du halt deine Burg deiner Träume etc. aufbauen kannst, kannst aber keine Truppen gegen dich schicken. Aber vielleicht wird es sowas nochmal geben. Ohne Gewehr. Wie kann ich euch dienen, Meister? Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung, Hoheit. Wir haben fast alle Waffen gesammelt. So, noch eine Axt produzieren. Nochmal das Gold auf über 800 kriegen. Ach, verdammt, ich muss nur die Waren sammeln. Ich dachte, ich muss den nochmal angreifen. Dann war es ja doch recht entspannt.